Die Hollywood News im Gala-Ticker. Sophie Turner muss wöchentlich zur Therapie. Barack Obama ehrt seine Frau Michelle anlässlich des Muttertags. Hollywood News 2022 im Gala-Ticker. 10. Mai 2022. Sophie Turner. Ich muss immer noch wöchentlich zur Therapie. Seit ihrer Rolle Sansa Stark im Serien-Epos Game of Thrones gehört Sophie Turner, 26, zu Hollywoods A-Liga. Auch privat läuft es bei der Schauspielerin rund. Mit Musiker und Ehemann Joe Jonas, 32, erwartet sie Kind Nummer 2. Wie so oft ist aber auch ihr oberflächlich scheinbar perfektes Leben nicht perfekt. Im Interview mit der US-Ausgabe der Modezeitschrift Elle gibt Turner zu, dass ihr öffentliches Leben großen Einfluss auf ihre psychische Gesundheit habe. Besonders ihr Stattfinden in den sozialen Medien hätte sich negativ auf ihr Körperbild ausgewirkt. Ich sehe mir die Kommentare auf Instagram an und denke, oh verdammt. Jeder denkt das über mich. Meinungen über ihren Körper haben Sophie Turner extrem beschäftigt. Sie schildert, eines Nachts spielte ich im Geiste immer wieder einen Kommentar durch, den ich auf Instagram gesehen hatte. Ich dachte, ich bin so fett, ich bin so unerwünscht und drehte durch. Die bald zweifache Mutter verrät, daraufhin eine Essstörung entwickelt zu haben. Kürzlich habe Turner beschlossen, die Social-Media-App von ihrem Handy zu löschen, was ihr sehr geholfen habe. Ich habe gemerkt, dass soziale Medien mich unglaublich ängstlich machen, und ich versuche, mich von ihnen zu distanzieren. Eine weitere lebensverändernde Stütze? Sophie habe sich therapeutische Hilfe geholt. Sie sei überzeugt von dem Konzept, bis heute. Ich muss immer noch wöchentlich zur Therapie. Ich habe weiterhin Tage, an denen ich mich deprimiert oder ängstlich fühle. Aber das ist jetzt kein Problem mehr. Ich habe nun das Handwerkszeug dazu. 9. Mai 2022. Barack Obama widmet seiner Frau Michelle rührende Worte am Muttertag. Der Muttertag gab auch dem einstigen Präsidenten der USA, Barack Obama, 60, die Chance, sich bei seiner Frau und der Mutter seiner zwei Töchter zu bedanken. Auf Instagram teilte er ein Familienfoto sowie einige rührende Zeilen, die er an Michelle Obama, 58, richtete. Danke, dass du eine wunderbare Mutter und ein Vorbild für unsere Töchter und so viele andere Menschen auf der ganzen Welt bist, schrieb der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.